Welt, da bin ich wieder. Ja, ich, wie ihr seht, ne, nein, ich bin nicht pink angelaufen. Ich habe heute eine Tuchmaske dabei und zwar von Yuti. Eine ja, Schönheitsmaske in Pink, die müde Haut zum Strahlen bringen soll. Genau, die habe ich heute drauf. Und während diese tolle Maske einwirkt, habe ich mir überlegt, zeige ich euch so ein bisschen, was ich in den letzten 2 bis 3 Wochen aufgebraucht habe. Die Kiste ist wieder gut gefüllt und ja, seid dabei, habt Spaß. Guckt euch an, was mir so gefallen hat an Produkten und was mir nicht so gefallen hat. Und ja, Meinung kann sich immer jeder selber bilden. Das ist das Schöne. Ja. Ich merke, die Kamera erkennt dank der Maske nicht wirklich unbedingt und konstant mein Gesicht. Deswegen habt ihr heute mal wieder ein bisschen Disco-Lichtwechsel. Aber gut, ja, zu der Maske nochmal. Genau, muss ich ja auch mal ein Statement abgeben. Ne? Aber Juti, ich meine, ich denke, wer Juti-Masken kennt, der ist nicht enttäuscht. Die Passform ist ideal. Es fühlt sich super gut an auf dem Gesicht. Und ich bin ganz begeistert auf jeden Fall von dieser Maske und freue mich schon über meinen wundervollen Teint, der sich dann in 20 Minuten auf meinem Gesicht abzeichnen wird. Dieses Teil rutscht wieder ein bisschen, aber man soll ja mit dieser Maske entspannen und liegen und nicht quatschen, so wie ich jetzt. Deswegen ist das absolut normal. Ja, also die landet dann im Grunde auch gleich im Aufgebraucht. So, dann fangen wir mal an. Ich habe einmal aufgebraucht von Facelle Slip-Einlagen. Ganz normale Standard-Slip-Einlagen. 55 Stück sind da drin. Die hole ich mir immer ganz gerne, weil sie für eine Slip-Einlage noch relativ dick sind. Dann habe ich aufgebraucht ein Waschmittel von Tan Deal. Ich weiß nicht genau, ich glaube, das gibt es bei Aldi. Normalerweise kaufe ich das nicht so gerne, aber ich war akut bei Aldi und mir ist akut eingefallen, Moment, du brauchst noch Waschmittel, deswegen habe ich das mir mitgenommen. Vom Duft, ja, es ist jetzt nicht so intensiv, also das kaufe ich mir immer nur so Noteinfall mitten beim Einkaufen. Colorwaschmittel, ja. 20, 40, 60. Dann habe ich aufgebraucht eine Spülung von Schwarzkopf Schauma Fresh It Up Spülung. Ich muss dazu sagen, ich habe ja eine Dauerwelle und seitdem ich die Dauerwelle habe, habe ich keine Probleme mehr mit fettigen Haaren, was ich vorher hatte. Fettigen Ansatz und trockene Spitzen. Deswegen habe ich von Schauma diese Serie ganz gerne benutzt, weil sie definitiv das tut, was sie soll. Da gibt es auch das passende Shampoo für schnell fettender Ansatz, trockene Spitzen. Aber im Moment brauche ich es nicht nachkaufen, weil, wie gesagt, durch die Dauerwelle hat sich dieses Problem im Moment erledigt. Dann habe ich aufgebraucht Küchenrolle. Das ist der klägliche Rest. Ja, ich habe 3 Katzen und Küchenrolle brauche ich aufgrund dessen hauptsächlich eigentlich sehr, sehr oft. Es geht weiter mit einer Maske, genauer gesagt mit Augengel-Pads von Schebens. Also ich muss sagen, Schebens ist, was Augenpads angeht, bei mir raus, weil die rutschen wie Hulle. Egal, ob ihr euch bewegt oder wirklich nur ganz starr da sitzt, bei mir rutschen sie. Ich kann immer nur von mir sprechen, was ich für Erfahrungen mit den Produkten gemacht habe. Von daher, ne, ihr könnt euch immer euer eigenes Urteil bilden. Aber ja, von der Pflege her keine Frage, war alles gut und top. Hanf Chill Out waren das, aber wie gesagt, also von der Anwendung her kommt mir Schebens nicht mehr in die Tüte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dann habe ich noch eine Maske aufgebracht und zwar Collagen Essence Mask
Sheet, die war sehr angenehm, auch von der Passform her, soweit ich mich erinnern kann. Vom Duft weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Riecht man noch was? Ja, so ein bisschen. Also es war alles in allem eine schöne Maske. Ja, Masken habe ich ja so einige, weil ich ja sonntags immer Minimum eine Maske benutze und vielleicht noch eine zweite so in der Woche, also so um und bei, manchmal mehr, manchmal weniger. Dann hatte ich von Yuti Augenpads und zwar Luxurious Lift mit Hyaluron, Vitamin A und Peptide und die waren im Vergleich zu den Schäbensaugenmasken um einiges besser. Sie sind 0,0 gerutscht. Ja, also von daher definitiv Yuti immer wieder gerne, egal ob ganzes Gesicht oder nur Augenpads. Letztens waren auch wieder welche von Yuti im Angebot und da habe ich dann unter anderem die und noch eine goldene und eine blaue mitgenommen. Also da schlage ich dann erstmal richtig zu. So, dann habe ich ein Deo aufgebraucht von Darf Sensitive. Das war sehr angenehm. Riecht halt nicht wirklich stark nach irgendetwas, aber ich habe ja sonst noch so einen feuchten Deo-Stick und dann mache ich manchmal oder eigentlich immer noch so ein Sprühdeo obendrauf. Ja, 0% Alkohol, also war ein Deo halt, ne? Jetzt nichts, was mir irgendwie in Erinnerung geblieben ist. Dann ist endlich leer geworden eine Dusche, die ich schon sehr lange in Gebrauch hatte, weil ich bin ja ein Duschgel-Kauf-Freak und deswegen habe ich immer so einige im Gebrauch und dann wird das alles nicht so schnell leer. Aber die ist jetzt leer von Frosch. Die mag ich sehr, sehr gerne, die Duschen. Granatapfel, da habe ich ja auch die Flüssigseife von und die nehme ich nur, die Flüssigseife. Bei der Dusche, die hole ich mir ab und an mal, wenn sie im Angebot ist, aber ansonsten auch nicht. Aber sie hat einen unwahrscheinlich guten Duft und trocknet die Haut definitiv nicht aus. Dann geht es weiter mit einer Reinigungsmilch von Alverde Bio Wildrose für trockene Upsala Haut. Die war sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also die würde ich definitiv auch wieder nachkaufen. Die tat der Haut sehr gut und hat das Gesicht auch super gereinigt. Für die Augen nehme ich ja immer so ein, das habe ich glaube ich auch aufgebraucht. Naja, für die Augen nehme ich immer erstmal ein Augen-Make-up-Entferner extra. Und zwar war das hier so ein Zwei-Phasen-Ding von Balea, was man dann schütteln muss, damit sich die beiden Phasen verbinden. Auch ölhaltig, weil ich habe immer so eine trockene Haut. Deswegen nehme ich gerne etwas mit Öl. Für wasserfestes Make-up pflegt die Wimpern. Sowas nehme ich immer für die Augen. Ist jetzt halt auch leer geworden. Und fürs Gesicht nehme ich dann halt immer gerne Reinigungsmilch. Dann hat mein Schatzi ein Lufterfrischer-Spray von Febreze aufgebraucht. Ein Limited Edition Karibik Mango und Himbeere. Das war super lecker. Also von Febreze weiß ich nicht. Habe ich bis jetzt auch noch nichts gehabt, was ich nicht riechen mochte. Und alles ist ja besser als AA-Geruch, ne? Sage ich immer. Wir müssen es alle tun, wir kennen es alle, wir wissen alle, wie es riecht. Mal mehr, mal weniger. Und von daher, ne? Also wir haben immer sowas da. Aber auch natürlich durch meine Katzen. Wenn die mal ihr Geschäft hinterlassen, muss man auch öfter mal sprühen. Und von daher, ja, also nicht nur, dass die Verpackung toll aussieht, es roch wirklich auch sehr, sehr gut. Dann habe ich mal wieder eine Maske aufgebraucht. Es ist doch schon länger her, also echt so Ende August würde ich sagen, bis Anfang September. Eine Skalmaske, Wildrose. Da war die Passform sehr, sehr schön, auch das Endergebnis sehr, sehr schön. Mit der war ich super zufrieden.
würde ich jetzt nicht nochmal nachkaufen, weil das für mich Art von Masken immer mehr so ein Joke sind. Ne? Also sowas, was ich heute anhabe, ist mehr für mich mit Pflege. Das würde ich dann auch öfter mal benutzen und nachkaufen. Aber so etwas, also würde ich jetzt nur einmal ja, vorführen, sozusagen. Ganz schön viele Masken, ne? Aufgebraucht. Jo, dann habe ich hier noch Pflegekapseln für die Augen von Isana mir mal geholt. Intensiv glättend, Arganöl und Algenextrakt für jeden Hauttyp soll die Augenfältchen um 80% reduzieren. Mit denen bin ich sehr zufrieden. Was meine Augen angeht, brauche ich immer recht viel Pflege. Die würde ich definitiv auch noch mal nachkaufen. Diese Kapseln finde ich halt immer sehr intensiv. Intensiver, also dieses Serum im Grunde, ne? Intensiver als nur Creme. So, dann haben wir einen Nagellackentferner, Mandelduft. War da jetzt Aceton drin? Ich weiß es gerade. Ja, nicht acetonfrei. Ich habe ja sonst mein Töpfchen, wo man den Finger so reinsteckt und dann da drin rumrubbelt, bis der Nagellack ab ist. Aber für so Reste nehme ich dann immer ganz gerne nochmal. Was ist das jetzt für ein Geräusch? Irgendwelche Nachbarn. Nehme ich nochmal ein Wattepad nochmal extra mit Nagellackentferner. Ich hoffe, es fängt jetzt nicht hier irgendwie an zu bohren oder sonst irgendwelche komischen Geräusche. Dann habe ich aufgebraucht feuchte Toilettentücher von Alouette. Gibt es bei Rossmann in Kamille. Feuchte Toilettentücher habe ich auch immer da. Aber von bis. Also da habe ich nichts, wo ich jetzt sage, die müssen es immer sein. Also sie tun, was sie sollen, ne? Machen Popo schön sauber und ja. Ich benutze sowas halt unwahrscheinlich gerne nochmal als Zusatzpflege. Ja, wo wir jetzt schon dabei sind, habe ich natürlich auch wieder Toilettenpapier aufgebraucht. Das ist übrig geblieben. Was haben wir hier noch? Ah ja. Dann hatte ich noch so einen Pinsel. Gut, der ist nicht, doch, der ist im Grunde ist der aufgebraucht, wenn man das so sagen kann. Weil dieses Schaumstoffzeug, das löst sich so langsam wirklich in Einzelteile auf. Den habe ich aber auch schon unglaublich lange vor Your Beauty und deswegen kommt der jetzt mal in den Müll. Ja, Flori, mach's dir ruhig gemütlich. Ja, ist wieder eher auf Toben aus. So, aufgebraucht habe ich noch von Isana ein Hydro-Booster Hyaluron-Gel, so ein Serum pro Vitamin B5 für feuchtigkeitsarme Haut. Kommt in so einem Glastiegel, war ich sehr von begeistert, würde ich auch wieder nachkaufen auf jeden Fall. Ja, das habe ich immer aufgetragen und nach der Reinigung praktisch und dann nochmal eine Pflegecreme anschließend drauf getan. Roch nicht wirklich nach irgendwas, aber ich finde, das muss es auch nicht bei sowas unbedingt. Ja, also würde ich auch nochmal nachkaufen. Dann habe ich ja meine letzte Maske, die Superfood Blueberry Maske. Die war sehr, sehr angenehm. Die roch auch unglaublich lecker. Also wirklich, als hättet ihr Blaubeerjoghurt im Gesicht. Wer mal auf Instagram bei mir vorbeischaut, der sieht ja dann auch meinen Maskenballsonntag, wo ich dann immer mal zeige und berichte, welche Maske ich gerade drauf habe. Und die war wirklich toll. Also war jetzt keine Tuchmaske, aber wie gesagt, super angenehm. Die Haut war danach ganz, ganz toll. Also würde ich auf jeden Fall wieder mir kaufen. Das war jetzt ein Geschenk von der lieben Renate. Aber wenn ich die irgendwo sehe, würde ich sie mir auf jeden Fall kaufen. Ich habe noch eine andere Superfood-Maske von ihr bekommen. Vielen Dank nochmal, meine Liebe, falls du das siehst. Eine Avocado-Maske. Die muss ich natürlich auch noch ausprobieren. Mal gucken, vielleicht nächsten Sonntag. So, dann sind wir auch fast schon am Ende. Und zwar, ja, da ist es. Von Froschgranatapfel die flüssige Handseife. Da kann man immer schön dieses Nachfüllpack kaufen. Ja, hatte aber natürlich noch ein Backup.
Habe ich immer bei der, wie gesagt, andere Handseife benutze ich gar nicht mehr, weil ich unglaublich oft meine Hände wasche. Und bei jeder Cremeseife ist es bis jetzt unglaublich trockene Haut entstanden an den Händen. Und bei der, die ist bei mir super. So, dann habe ich habe eben die ganze Zeit gerätselt, warum ich das hier reingeschmissen habe. Und zwar ist das eigentlich nur so ein kleines Pappschild, wo Herzensmensch draufsteht. Aber mir ist es zum Glück eingefallen. Und zwar war da drinne verpackt ein kleiner Waschlappen. Ihr kennt sie vielleicht, so kleine Waschlappen, die so ganz doll zusammengepresst sind. Und wenn man dann Wasser drauf gibt, dann wird es halt ein Waschlappen. Und das war auch mal ein Geschenk in einem Trash-Paket. Und den habe ich jetzt mal in Benutzung. Ganz, ganz toller Waschlappen, so fürs Abschminken und so weiter. Ja, ist der ideal. Ich habe ihn jetzt ins Aufgebrauch genommen, obwohl ich ihn natürlich noch benutze, aber ich habe ihn halt benutzt. Ein benutzt Video. Gibt es sowas? Ein benutzt? Ich benutze es gerade Video. So, ja, ihr Lieben. Meine Kiste ist wieder leer, darf wieder gefüllt werden, was auch definitiv passieren wird. Ich habe jetzt auch um und bei so meine Maskeneinwirkzeit hier verdattelt mit euch zusammen. Werde also gleich die Maske entfernen, die sich immer noch unglaublich gut anfühlt. Und ich kann es nur empfehlen, unabhängig von der Farbe natürlich, ne? Ein Duft kann ich nicht wirklich wahrnehmen. Aber wie gesagt, es tut unglaublich gut. Und ja. Was macht ihr so, um zu entspannen? Das würde mich heute noch mal zum Abschluss interessieren. Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare, was euch unglaublich gut entspannen lässt. Weil ich finde, zwischendurch Entspannung ist auch immer ganz, ganz wichtig. Oft ist man so in diesem Hamsterrad unterwegs die ganze Woche. So geht es mir im Moment ja auch wieder. Und ich finde, dann sollte man erst recht versuchen darauf zu achten, dass man sich auch mal, und wenn es nur eine Stunde ist, mal Entspannung für sich gönnt. Jetzt beginnt ja auch wieder die etwas kältere Jahreszeit, wo man, wenn man hat, gerne mal auch ein Bad nehmen kann zum Entspannen. Ja, also ich würde mich freuen über eure Entspannungstipps und vielleicht kann man ja auch das eine oder andere dann mal für sich anwenden. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, mein Aufgebraucht, und ich wünsche euch noch a wonderful day und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Eure Mieze, macht's gut. Ciao, ciao.